Die Decke stürzt ein! Leon, Hilfe! Nicht feststellen. Hannigan, kommen! Oh, verdammt! Diese Stege halten nicht. Wir müssen in die unteren Ebenen. Es tut mir so leid, Deborah. Ich habe versagt. Helena, gehen Sie weg von ihr! Halt! Nicht schießen, bitte! Ein Ring? Bitte nicht falsch. Okay.
sie selbst auf. Sie erlösen, wenn sie einen Funken Mitgefühl haben. Wie wär's mit Hilfe? Ha! Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich.
hoffen wir, dass wir nirgendwo anhalten. Darauf würde ich nicht wetten. Mehr, bis ich dich gerecht habe. Bitte. Vergib mir. Schon heftig, Freunde. Dieser dämliche Idiot Simmons. Bitte tut sie ihr nicht weh! Deborah!
wusste nicht, was ich tun soll. Also half ich ihm. Ich half Simmons, den Secret Service zu überlisten. Das ist definitiv Simmons' Deal. Aber warum tut er das alles? Lange Geschichte. Wir haben es hier mit den wahren Strippenziehern zu tun. In diesem Spiel reicht ein einziger falscher Zug und... Leon, wo sind Sie? Ist Simmons bei Ihnen? Ja. Hannigan, seien Sie auf der Hut. Ich glaube, er ist es, der... Nach mir. Simmons. Ja, Freunde, das ist die Auswertung. Keine Angst, ich mache noch weiter. Keine Sorge. Manche machen ja nach den Auswertungen Schluss. Aber nicht so im Livescreen. Da mache ich noch weiter. Ich muss noch mal eben kurz gucken. Boah, wir können schon einige Sachen leisten, nicht wahr? Wenn wir jetzt mal hier gucken. Durchschlagen, Stufe 3. Zum Beispiel... Haben wir schon. Höher geht nicht. Verteidigen Stufe 3. Gibt es das? Stufe 2. Aufrüsten auf 3. Und da brauchen wir es mal nicht. Schnelle Erholung. Und sagen wir, sparen noch ein bisschen auf die wirklich pornösen Sachen. Und machen jetzt weiter im Spielfluss. Das kann ich auch mal außerhalb vom Spiel machen. Im Hauptmenü. Der Präsident hielt große Stücke auf Sie, Agent Kennedy. Auf Sie auch. Sie waren 30 Jahre lang befreundet. Stimmt es, dass nur Sie beide zum Zeitpunkt seines Todes bei ihm waren? Was soll das heißen? Naja, es muss Ihnen doch klar sein, dass Sie beide unter Verdacht stehen. Was diese Anschläge angeht. Was? Agent Harper. Zum Zeitpunkt des Angriffs waren Sie nicht auf Ihrem Posten. So dass der Präsident ungeschützt war. Finden Sie nicht, dass solch ein Verhalten verdächtig ist? Verdammter Bastard! Sie haben das doch alles geplant! Und welche Beweise haben Sie für diese absurden Anschuldigungen? Ich bin der nationale Sicherheitsberater. Das heißt... Ich verhindere terroristische Angriffe. Ich plane sie nicht. Sie Lügner! Wenn Sie beide so von Ihrer Unschuld überzeugt sind, können Sie sich ja umgehend stellen. Bezahlen. Es wird ja immer besser und besser. Ja, Leon. Sehe ich genauso. Klappt mir, Freunde. Simmons kommt damit nicht ungestraft davon. Hier geht's lang. Ich will mich beeilen hier. Ja, Freunde. Gesetz bei Resident Evil. Der Mann immer links, die Frau rechts. Große Türen. Und auch große Überraschungen. Das kann ich euch schon mal versprechen. Wir sitzen jetzt im selben Boot. Für welche, die das Spiel noch nicht gesehen haben sollten, wenn das überhaupt noch der Fall sein sollte. Die will ich ja nicht spoilern. Und die anderen, die das Spiel zwar kennen und trotzdem zuschauen, das freut mich natürlich, weil ich mache es auch ganz gerne bei anderen Let's Playern zuschauen. Au. Weil vielleicht wissen die ja noch Dinge, die ich nicht weiß. Oder Geheimnisse, Secrets, die irgendwo versteckt sind, von denen ich noch nichts weiß. Oder von denen ich zwar weiß, aber nicht weiß, wo sie liegen. Oder einfach um zu sehen, wie die das machen, das Spiel lösen. Oh, voll der falsche Richtung. Ja, und wie gesagt, also. Und dieses Spiel habe ich mir einfach nur gekauft, ne? Weil ich es bei anderen Spielern gesehen habe und dachte mir,
Weil vieles, wenn man das kennt, manchmal sagen Leute, ja, das Spiel ist zu schwer und das schafft man dann niemals. Oder die Grafik ist nicht so besonders. Oder ich sag da mal, kauf dir das Spiel selber, Miki, und überzeug dich vom Gegenteil oder eben auch nicht. Und ich muss sagen, viele verteufeln Resident Evil 6 und sagen, ja, ich hätte beten, ja, das ist zu viel Action und es ist nicht so besonders und die alten Teile sind besser und Endboss Recycling. Nur Freunde, dann ihr müsst es ja nicht spielen, wenn es nicht gefällt. Ich bin eigentlich nicht so sehr Fan unbedingt jetzt der Serie, aber ich lege da nicht so Wert drauf. Mir sind wichtiger die Figuren. Einfach Leon, der genial, der einer der Stammbesetzung, sag ich mal. Also da gehen ja, einer der Veteranen von Resident Evil oder Chris Redfield. Und gerade hier, Freunde, wo beide mitmachen, dieses, wisst ihr, dieses Beliebtheitsduell bei den Fans. Die einen mögen Leon absolut, bei vielen weiblichen Fans auch sehr beliebt, Leon, der Schönling, ja, und Chris da hingegen, der Typ, der keine Gnade kennt, der einfach alles platt macht, was ihm in den Weg stellt, bums, und auch Jake, ein Neuling, der Sohn von Wesker, auch sehr, finde ich sehr interessant, dass man Wesker quasi, die Ära Wesker, nicht ganz einstampft und ruhen lässt, sondern jetzt quasi ein guter Wesker, wenn auch Jake Mueller heißt, aber eigentlich ist er Jake Wesker. Also ist schon, finde ich schon nicht schlecht, die. Und was das Endboss Recycling betrifft, das gab es auch schon in anderen Teilen, Freunde. Nicht erst in der 6. Ich erinnere hier mal an Resident Evil 1, die Riesenschlange, gegen die traf man zweimal an. Oder Riesenspinnen gab es häufig. Eine ganz große in der Kanalisation und dann mehrmals im Haus noch Riesenspinnen. Ja. In der 2 trat man mehrmals gegen William Birkin an, der immer weiter mutiert war. In der 3 war es Nemesis, der mehrmals auftauchte. Also, wer sich aber Endboss mit einem beschwert, der vergisst, dass das schon von Anfang an in Resident Evil gab. Das ist nichts Neues, Freunde. Dass es zu viel ist, das ist neu. Aber das Recycling an sich ist nichts Neues. Da steht was auf der Tür. Und denkt, wenn wir mal von dem Simmons reden, dann wird verschiedene Mutationsstufen durchmachen. Das ist auch mit Nemesis so. Nein. Ich auch, er hat verschiedene Mutationsstufen. Irgendwas Brauchbares, auch das ist also nichts Neues. Dieser Ring von Ada. Ein Ring? Sie gab ihnen einen Ring. Und wenn wir mal an die 5 denken, wo ist denn in der 5 Endboss Recycling? Ja. Die Riesenfledermaus. Okay. Bing. Zweimal. Danke für das Geschenk, Ada. Ist auch die einzige. Und wie gesagt, einmal gab es mindestens in jedem Teil Endboss Recycling. In der 4 gab es den El-Gigante mehrmals. Zweimal denselben und dann nochmal zwei El-Gigante auf einmal. Also das gab es in jedem Teil, das Boss Recycling. Vielleicht nicht so viel wie in der 6, wie gesagt, aber das hier sagen ja, das ist in der 6 neu. Ist es nicht. Jetzt aber genug über philosophiert darüber. Konzentrieren wir uns wieder auf das Spielgeschehen und da müssen wir jetzt Zombies abwehren und das machen wir mit der eigenen Waffe. Wobei ich meinen Controller wieder demolieren darf, wegen dem Gekurbel hier. Ja. Und zack. Das einzige, was man dem Spiel vorwerfen kann, noch ganz schnell, Freunde, da gebe ich vielen recht, ein bisschen viel Quicktime-Events. Mit denen hätte man ein bisschen sparsam umgehen können.
Die ersten drei Teile kamen ja auch ohne aus. Gut. Ich bin wirklich auf den siebten Teil gespannt, Freunde. Denn der siebte Teil ist zwar von Capcom, aber nicht mehr von den Vätern von Resident Evil. Also nicht von denen, die Resident Evil entwickelt haben. Viele sagen, die Entwickler von Resident Evil, ich sag gern die Väter von Resident Evil, weil die haben ja Resident Evil entwickelt. Der Takeshi und Mikami heißt er, glaube ich. Die haben Resident Evil entwickelt. Die sind die Papas von Resident Evil. Und die haben ja im siebten Teil nicht mitgewirkt. Stattdessen haben sie sich auf die eigene Beine gestellt und Devil Within gemacht. Dazu kann man stehen, wie man will. Anscheinend holen wir uns nass. Werde ich mich jetzt auch nicht drüber auslassen, ob ich es gut finde oder schlecht. Denn jetzt sind wir in Resident Evil 6 und da bleiben wir auch. Und da sehen wir gerade einen riesigen Fisch. Also gibt es heute Fischstäbchen. Das wäre zu schön, wenn irgendwas mal von warmem Wasser überflutet wäre. Ja, Freunde. Da bin ich immer so froh, Freunde, dass ich hier nur spielen muss. Und nicht... Hier jetzt hoch. Da. Aber Freunde, keine Sorge, ich werde alle drei Szenarien spielen. Oh, ein Emblem. Auch Chris, auch Jake. Eventuell noch Ada. Das dann aber im Let's Play Together. Weil Ada hat es schon ein bisschen in sich. Viele sagten auch, ja, dieser Agent wurde einfach nur nachgepitcht und eingesetzt. Ja, es ist ein bisschen lieblos, muss ich sagen. Aus einfachem Grund, der Agent kann gar nichts. Er kann keine Türen öffnen, er kann gar nichts mit alles Eder machen. Hat aber den Grund, Freunde, die sich darüber beschweren, nö, der ist doch nur, der kann ja gar nichts. Es ist eigentlich eine Single-Player-Mod, also nur für einen Spieler gedacht. Also Eder hat offiziell keinen Partner hier. Von daher finde ich es schon genial, wenn man überhaupt das zu zwei spielen kann, die Möglichkeit hat. Oh. Schwimmende Zombies. Zack. Und zack. Ach ja. Leon steht im Wasser bis zum Hals. Zwar nicht. Bis zum Gürtel. Wir müssen jetzt auf Helena warten, die hier kurbeln muss. Die ist ja nur noch 4 Meter entfernt. Ah, nee, jetzt bin ich. Wo ist denn Helena? 12 Meter ist sie noch entfernt. Irgendwie konnte man hier auch den Partner orten. Genauso. 8 Meter hat sie noch. Ja, Freunde, das hätten die Spielemacher ein bisschen anders lösen können. Dass sie nicht mit der Helena einen anderen Weg suchen muss. Aber dass der so lang ist, Freunde. Hätten sie kürzer machen können. Hallöchen! Ja, das Vieh hat Helena zum Fressen gern. Es will Helena vernaschen, würde ich auch gern. Also, Helena würde ich auch nicht von dem Bett, kann ich holen, Freunde. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt müssen wir Helena Deckung geben. Machen Sie weiter. Wo ist das Scharfschützengewehr? Hier. Das ist MG. Hier ist es. Ach, geil. Ich glaube, sie haben gerade einen Besuch von den... Okay, Leon, los! Los? Leon, ich komme nicht durch. Geht es von Ihrer Seite aus? Ja, wenn du mich mal machen lassen würdest. Okay. Munition für das Schaffensgewehr. Erfahrungspunkte, die sammeln wir. Ach hey. Ich höre da etwas. Was uns Leon am Spieß macht. Jetzt durch? Ja, es geht. Ja.
Okay, ich muss wohl. Ah ja, ich weiß, was ich machen muss. Okay. Das sah so nah aus von meiner Seite aus, Freunde. Diese komischen rotierten Sägeblätter und die Sperre. Im Leben durch. Doch. Kein Mann. Nehmen wir mal die MG zur Hand. Ah, die Pumpgun. Auch eine gute Idee. Ja, die ist auch gut. Oh je. Überraschung. Hier gibt es keine Kurbel. Na, wer hätte es gedacht? Wir wissen nicht, ob überhaupt eine da ist. Das ist richtig, aber... Was sollen wir sonst machen? Genau. Was sollen wir sonst machen? Himmel, Herrgott, zack, Zement. Also diese rotierenden Blätter, die hat sich wie gepennt. Aua. Wird nicht gespuckt. Das war eigentlich so heute. Aua. Das war die alte Probe. Was zum Henker? Nein? Na gut. Wo ist die Store? Oder doch nicht. Geht nicht, Freunde. Ich glaube, jetzt kommt der Wachteiler auf. Okay. Aussieht, kommen wir endlich heraus. Los, gehen wir weiter. Ich habe genug von diesem Unterkommen. Da kann ich dir nur beipflichten, Helena. Okay. Na dann mal guten Rutsch. Ach du Eimer, Mann. Kommen im Mittelpunkt der Erde. Ja. Liebe Freunde, das wäre ein Video gewesen, was nicht unbedingt notwendig ist. Was bloß den Spielfluss rausnimmt. Man hätte sich nur gesehen, wie Leon und Helena eine Falltür runterfallen und jetzt hier rauskommen. Also Leon, wenn du sagst, im Mittelpunkt der Erde ist auch extrem kalt. Extrem kalt, weil ich sehe deinen Atem.
Wenn du ausatmest, dampft aus deinem Mund. Und das kann auch nur heißen, dass es da unten ein bisschen kälter ist. Und am Mittelpunkt der Erde ist es doch extrem warm. Okay. Ja, was denn? Wo liegt das Problem, Helena? Jump! Jump in the name of love! Okay, brauchen wir nicht. Natürlich warten hier unten auch wieder Streamer, Freunde. Ganz klar. Ich verspreche Ihnen, Simmons wird mit all dem Licht davon kommen. Zahlen Sie das, was Sie Deborah angetan hat. Auf jeden Fall. Bist wohl. Du lässt uns nicht weg, was? Nein. Bra. Ei. 1, 2, 3. Ist doch nicht nett, Freunde. Hoppala. Hat was genützt. Ich dachte, das ist nichts. MG mit dem Bajonett vorne dran, sehr schön. Was treibst du denn da? Freunde, der hat Angst vor mir. Boah! Mist! Leon! Danke für die Hilfe, Partner. Partner, das war sehr schön gesagt, Leon. Naja, ist schon richtig. Aua, Freunde! Ist doch nicht zu fassen. Ach du Heimatland. Sorry, du überschreitest das Höchstgewicht. Nicht so langsam. Ist denn das fair? Scheiße hier. Aber du warst mit einem Mammalion! Ist er aber.
Was für eine Memme. Also manchmal zumindest, Freunde. Also Mädels, ihr mögt vielleicht sie mehr als Chris, aber Chris ist eindeutig der härtere von beiden. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, auch bei mir ist Leon der absolute Liebling. Weil, warum? Ganz einfach, Chris ist der Typ, alles niedermetzeln, was sich mir in den Weg stellt. Leon ist der Gegner-Typ, ja. Ich rette, wen ich kann. Big Mama unterwegs. Da bist du ja, Süßer. Gib mal her, das Hagebeischen. So. Mit dem Hagebeischen kann man was sagen. Zombie-Geschnetzel ist. So, Freunde, ich hab das dumme Gefühl. Es wird uns gleich was entgegengeworfen in Gegnern. Achso, okay. Ich glaube, jetzt muss ich Helena helfen. Richtig. Am besten mit dem Scharfschützengewehr. Helena, weg da! Leon! Ich brauche Hilfe! Schon dabei! Was ist Mädel? Leute. Es reicht. Halt endlich die Klappe. Ich mag Helena. Ja, gibt Munition. So geht's auch. Oh, Big Mama, Freunde. Und von hier aus kann ich Helena nur so Hilfe geben. Big Mama ist erledigt. Ja, ich wollte gerade sagen, dass ich auch besuch. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Ausgang geht. Wieder einmal das Hagebeißen. Danke für die Hilfe. Roger. Weg hier.
Uiui. Danke für die Hilfe. Roger. Es reicht zu, wenn du mich Leon nennst. Ja, ich wollte es gerade sagen, Helena. Verfuckter Mist! Ich mach dich kalt! Ja. Wo ist die komische Brücke hier? Roger. Na komm schon, Mädel. Halleluja. Big Mama, wie sie alle heißen, können wir mehr als hier verrecken. Ja, klar. Helena! Bringt die mir ins Kreuz, Freunde. Und dann mal guten Rutsch. Oh Gott, was tun wir jetzt? Keine Ahnung. Ich wollte nur gucken, ob das Handy funktioniert. Während der Rutsch passiert. Also es funktioniert. So, wir schwimmen mal lieber. Oder was funktioniert das PDA? Wunderprächtig. Heppa! Thank you.
Humor. Ich ja. Und was gegen Zombies kämpfen ist unangenehm. Lässt sich aber nicht vermeiden, Freunde. Scheißtag. Helena! Nein! Das schlimmste, Freunde, ist die Schwimmpassage. Die haben wir jetzt hinter uns. Freunde, diese Riesensardine. Die will das Leben richtig schwer machen. Aber wir wären nicht Leon S. Kennedy, wenn wir das nicht gedacht hätten. So, Freunde, hier müssen wir uns auf unseren Partner verlassen. Partnerin. Vorsicht, das Ding ist noch hier. Ja. Okay, ich suche einen Platz zum Hochklettern. Oh ja, das ist okay. Freunde, ich werde diesen Durchgang. Helena, der Leon Rush. Können Sie mir mit dem Gitter helfen? Ich versuch's. Moment! Oder Rush Leon, je nachdem. Leon Rush. Leon Rush the Game. So heißt der Part. Den werde ich in zwei Parts nur aufteilen, weil, wie gesagt, es sind nur zwei Parts notwendig. Dadurch, dass wir die Videos teilweise auch skippen, reicht es uns zu, wenn wir... Mist! Das würde einen auffressen. Vielen Dank. Ja, daraus ist, dass wir einige Videos skippen. Leon, er kommt! Haben wir ja die Zeit. Sparen wir Zeit und dadurch kriegen wir das hier in zwei Parts durch. Der eine ist das der jetzt hier und der andere kommt dann später. Morgen vielleicht mal sehen, obwohl ich morgen
ziemlich lange unterwegs bin. Den ganzen Tag mal sehen. Vielleicht abends noch ein Stündchen oder so. Dann werden sie in dem Fall auch drei Parts, aber mehr auf keinen Fall. Los! Mit diesem Video werden wir auch den heutigen Part beenden. Das heißt für mich, ich verabschiede mich schon mal für euch. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder gewogen. Ich rechne mit allem, auch mit euch. Bis denn dann, euer Mickey und hier noch das Video. Er sterilisiert das Gebiet. Und zerstört alle Beweise. Wie kann er nur? Gott sei Dank sind Sie noch am Leben. Wo ist Simmons? Nach Ihrer Unterhaltung ist er sofort verschwunden. Mist. Wo ist er hin? Als er aufbrach, sprach er mit jemandem am Telefon. Er klang nicht gerade glücklich. Können wir rausfinden, wo er hin ist? Keine Sorge. Ich lasse ihn beschatten. Er ist gerade auf dem Weg zum Flughafen, von wo er mit seinem Privatjet nach China fliegen will. China? Ja, sehen Sie sich das an. Was ist passiert? Ein weiterer Bioterroranschlag. Die BSAA bestätigt, dass es wie in Osteuropa vor 6 Monaten der sogenannte C-Virus war. C-Virus? Solche Kokons gab es auch hier. Wir müssen Simmons stoppen und ihn in Gewahrsam nehmen. Uns fehlen Beweise. Und momentan sind Sie beide die Hauptverdächtigen. Nein. Hören Sie, Hannigan. Täuschen Sie unseren Tod vor. Schaffen Sie das? Was? Natürlich. Aber wir können die nicht ewig täuschen. Was haben Sie vor? Wir fliegen nach China.